Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr in der Firma, also im zweiten Lehrjahr. Und es taugt mir eigentlich viel. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil mein Cousin auch da hat. Und beim Schnuppern hat mich das schon voll inspiriert und war voll spannend. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, ich mache jetzt einen Elektriker. Und ja, es war richtig leibend. Ich bin jetzt seit knapp über 2 Jahren bei der Firma Landsteiner. Bin jetzt im dritten Lehrjahr. Für die Lehre beim Landsteiner habe ich mich entschieden, weil ich schon einige Monteure da kennt habe und ich durchs Poly auch nochmal darauf aufmerksam geworden bin und halt durchs Schnuppern auch, wo halt einfach das Klima gut gepasst hat. Am meisten Spaß bei der Arbeit macht mir es einfach, dass ich, wenn ich Ergebnisse sehe, selbst wenn ich daheim was ausprobiere oder in der Arbeit, das, was einfach funktioniert. Und die Kollegen, weil uns das eine Gaudi hast und eine Gemeinschaft, das macht es halt. Naja, was mich an dem Job motiviert, ist halt einfach eben, dass es ein zukunftssicherer Job ist, dass ich die Aufstiegsprämie von 7.000 Euro als Lehrling kriegen kann. Du kannst dich immer weiterbilden in dem Job. Du kannst in der Firma genauso aufsteigen. Also an sich hast du da keine Grenzen. Wir haben einige Teambuilding-Maßnahmen in der Firma. Sei es die Lehrlingstraining, sei es das Paintballspielen, was wir gemacht haben, oder das Firmen-Skifahren, was es jetzt ja gibt. Oder wir haben im Sommer einfach mal eine Grüllerei. Die bringt dir auf andere, ganz andere Gedanken, wenn du die ganze Woche auf der Baustelle bist. Und so lernt man sich halt einfach näher kennen und das ist, passt eigentlich gut. Ich sehe mich in 5 Jahren auf jeden Fall in dieser Firma noch, dass ich die Lehre abgeschlossen habe und dass ich vielleicht die Chance habe, dass ich Baustellenleiter werde. Auf jeden Fall bleibe ich weiter dran, weil ich halt eine gute Perspektive habe in dem Beruf. In 5 Jahren sehe ich mich nur in der Firma, würde, wenn es geht, gerne einen Master machen oder eventuell Obermonteur, was sich halt dann ergibt. Einen jungen Menschen, der sich jetzt noch nicht entschieden hat, ob er in die Elektrobranche einsteigt, dem würde ich es bei uns schon empfehlen. Einfach, wir haben nicht ohne Grund den Slogan Superjob. Und jetzt habt ihr die Chance, dass ihr euch bewerbt. Macht's das, vielleicht werden wir ein Kollegen. Hol dir jetzt deinen Superjob. Bewirb dich unter superjob@landsteiner.at und sichere dir einen Superbonus bis zu 7.000 Euro zusätzlich. Karriere mit Lehre bei Elektro und Elektronik Landsteiner.